wichtig ist. WhatsApp ist ein privilegierter Kanal. Ja? Es gibt ein paar Sachen zu beachten. WhatsApp ist nicht E-Mail-Marketing, sondern gerade durch diese hohe Aufmerksamkeit, die ihr habt, seid ihr so nah bei euren Kunden dran, dass ihr diese Kunden natürlich nicht vergraulen dürft. Und deswegen habe ich euch hier nochmal 5 Tipps mitgebracht, die euch erfolgreich machen, die aber auch eure Kunden happy machen, wie ihr besonders WhatsApp einsetzen könnt, um erfolgreich im Einzelhandel zu sein. Tipp 1, Zielgruppen. Umso genauer ich eine Zielgruppe habe, umso relevanter sind die Inhalte, die ich ihr senden kann, umso geringer sind die Kunden, sind die Kosten. Ja? Und um Zielgruppen zu bilden, gibt es im Prinzip 3 Möglichkeiten. Das erste ist, und das ist super spannend, das Kundeninteresse bereits im Gespräch automatisch abspeichern. Ja, das heißt, wenn ihr gerade eine Produktberatung über WhatsApp macht oder einen Kundenservice über WhatsApp und der Kunde verrät euch ein paar Merkmale, dann könnt ihr diese Merkmale schon abspeichern und später für das Zielgruppenmarketing verwenden. Ähnlich wie die Tante Emma, die weiß, der Matze, der mag gerne Erdbeereis. Und wenn sie dann wenn ich dann wieder in den Laden komme, dann sagt sie zu mir bestimmt nicht, hey Matze, ich habe neues Apfelmus, sondern dann sagt sie, hey Matze, ich habe Erdbeermarmelade, du magst doch Erdbeeren. Ja? Und genau dieses Prinzip können wir anwenden, auch digital, auch hier wieder mit Hilfe von Chatbots zu lösen. Und dazu habe ich euch auch nochmal ein kleines Video mitgebracht. Auch hier seht ihr nochmal unsere Oberfläche. Wir sind hier schon mittendrin in einer Golf-Demo, also ein Kunde, den seht ihr in dem Mobile-Screen. Der Kunde möchte gerne Golfsachen kaufen. Golfbälle hat er schon in seinem Warenkorb und jetzt interessiert er sich dafür, dass er noch ein paar Schuhe kaufen möchte. Und auf der anderen Seite, auf dem großen Screen, seht ihr einen Berater, der wirklich live mit dem Kunden chattet über das Thema Golf und wie er dann geschickt einen Chatbot einsetzt, um eine Kundenberatung zu machen und wie die Daten abgespeichert werden. Das zeige ich euch jetzt in dieser kleinen Demo hier. Also ihr seht es hier, Golfsportberat Mena, das bin ich in dem Fall, ist nur eine Demo. Der Kunde hat gerade schon ein paar Golfbälle in seinen Warenkorb gelegt und jetzt sagt der Kunde, hey, wo ich dich gerade dran habe, meine Schuhe sind zu klein. Was mache ich jetzt als Berater? Ich habe jetzt einen Chatbot losgeschickt, den habe ich genannt Schuhabfrage und ihr seht, jetzt antworte nicht mehr ich, jetzt schreibe nicht mehr ich, sondern jetzt fragt der Bot ein paar Sachen ab. Welche Schuhgröße hast du, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist deine Lieblingsmarke? Das hat jetzt alles der Bot gemacht. In der Zeit, wir haben es jetzt ein bisschen schneller gedreht, in der Zeit hätte jetzt der Berater etwas anderes machen können. Diese Daten sind jetzt abgefragt. Der Berater kann jetzt fortfahren mit seiner Schuhberatung. Was ich euch aber eigentlich zeigen will, ist, dass diese Nutzermerkmale jetzt bei uns gespeichert sind. Also der Golfshop weiß jetzt, das ist der Klaus, seine Lieblingsfarbe ist weiß. Seine Lieblingsmarke ist Adidas und er hat Schuhgröße 45. Mit diesen Daten, die ich aus dem Kundenkommunikation jetzt mir abgespeichert habe, kann ich jetzt natürlich hervorragende Zielgruppen bilden. Ich habe es hier mal Adidas Lover genannt. Ja? Also schicke bitte dieses Angebot, limitiertes Angebot für diesen Adidas Golfschuh. Schicke das bitte nur an Leute, die als Lieblingsbrand Adidas angegeben haben und die gerne weiße Schuhe tragen und hier natürlich den Namen, die Schuhgröße haben wir auch. Auch das kann ich personalisieren. Also hier, hi Klaus, wir haben hier den weißen Adidas Golfschuh in Größe 45 für dich zum Killer Price. Das ist wirklich ein super relevantes Angebot und damit macht ihr euren Kunden wirklich happy und erhöht eure Conversion Rate. Muss jetzt nicht immer ganz so komplex sein, gerade wenn ihr vielleicht am Anfang noch keinen Kundenservice, keine Beratung anbieten wollt. Könnt ihr diese Zielgruppenbildung auch einfach machen über ein Opt-in. Ja, da hatte ich euch ja schon gezeigt, wie man ein Opt-in einholt für WhatsApp. Und dann könnt ihr hier auch einfach einen kleinen Chatbot machen, der ein paar Daten abfragt. Ihr seht das hier bei Coverworld. Hey, wofür interessierst du dich besonders? Reise und Gepäck oder Business und Fashion oder Kinderschuhe. Oder hier auch bei Riders Deal, wo ihr das Profil seht, hey, ich möchte Gewinnspiele haben, ich möchte Rabattcodes haben, ich möchte über Deals informiert werden. Also hier fragt ihr direkt beim Opt-in schon ein paar Sachen ab, um eure Zielgruppe möglichst klein zu halten, um dafür dann möglichst relevanten Content auszuspielen. Und die dritte Möglichkeit, die es gibt, um eure Zielgruppen
ein besseres Targeting zu machen. Das ist zum Beispiel was, was Weltbild sehr gut macht. Zweimal im Jahr einfach eine Umfrage unter bestehenden Abonnenten, Kunden zu machen. Hey, es ist Zeit, uns besser kennenzulernen. Gib mir doch mal ein paar Informationen. Und dann seht ihr hier, Weltbild fragt dann so ab, ja, wie meine Haushaltssituation ist, mit Kinder, ohne Kinder, für welche Produkte ich mich interessiere. Auch das wird alles weggespeichert und hilft euch am Ende dabei, relevanten Content auszuspielen und nicht zu spammen. Hm? WhatsApp ist kein E-Mail-Newsletter. Wie sollte die Form aussehen? Was solltet ihr schreiben? Persönlich sein. Auch hier habe ich euch ein Best Practice mitgebracht von Holy Energy. Schönes A-Catcher-Bild. Ja? Funktioniert wunderbar. Personalisierte Ansprache. Matze, hier ist deine Überraschung. Ein Community-Vorteil anbieten. Hey, du als WhatsApp-Abonnent, als WhatsApp-Squad-Member erhältst 24 Stunden ein spezielles Angebot. Ein Angebot zum Feedback geben, ja, zur Kommunikation. Wenn du Fragen hast, schreibe mir einfach. WhatsApp ist ein Dialoginstrument. Emojis verwenden. Einen persönlichen Gruß verwenden. Genieß deinen Samstag. Wir wissen ja, dass das in Realtime zugestellt wird. Und natürlich einen Call-to-Action-Button geben zum Shop. Jetzt einkaufen, weiterleiten, teilnehmen. Das gehört dazu. Ja? Tipp 3. Warum Tipp 3? Achso, Tipp 2. Sorry. Tipp 3. Engage, wir haben es schon ein bisschen besprochen. Es ist jetzt nicht nur ein reiner Sendekanal, auch wenn er sehr gut dafür funktioniert, aber ab und zu, um so ein bisschen Dialog einzubauen, erhöht das Engagement und das Involvement eurer Community. Was ihr zum Beispiel machen könnt, ist ein einfaches Gewinnspiel anbieten. Gerade wenn ihr ein Händler seid, kennt ihr das Thema WKZ. Also dann einfach mal mit euren Marken sprechen und sagen, hey, kann ich nicht mal ein WKZ haben? Ich binde euch dann in meinen WhatsApp Newsletter mit ein, der geht an 10.000 Abonnenten raus und dann können wir gerne was verlosen. Hier ganz frisch aufgenommen, ein Gewinnspiel von Aldi Süd, die einfach gesagt haben, hey, Grillgewinne beim Aldi WhatsApp Grillgewinnspiel, also auch hier wieder WhatsApp in den Vordergrund gestellt, das ist ein WhatsApp Grillgewinnspiel, so kannst du teilnehmen, relativ einfach. Ich spiele mal das Video ab, ja, hier kannst du teilnehmen, du musst eine Frage beantworten, ich klicke auf den Button, es kommt eine Frage, hey, Gewinnchance, wie heißt das Ding, Dutch Oven oder Smoker, ich musste ein bisschen überlegen, ich bin kein wirklicher Griller, Dutch Oven war die richtige Antwort, herzlichen Glückwunsch, so einfach kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen und so das Engagement und das Involvement in der Community steigern. Was man auch machen kann, ist ein Produkt- oder Service-Feedback anfragen. Ja. Auch hier habe ich ein Beispiel mitgebracht. Daci Bräu ist eine kleine Craft-Brauerei aus der Nähe von Augsburg. Und die sind auch so ein bisschen in der Beta-Phase und die haben auf ihre Bierlabels einen QR-Code draufgeklebt, haben dazu geschrieben, hey, gib uns doch mal Feedback, wie schmeckt dir eigentlich unser Bier? Weil wir entwickeln das Bier ja noch ein bisschen weiter. Ja. Und auch hier, wenn man auf den QR-Code klickt, hallo, schön, dass du da bist. Kleine Umfrage. Bist du bereit dafür? Juhu. Und dann, hey, welche Sorte hältst du jetzt in den Händen? Kann ich auswählen. Dachis Helles. Auch schön, was sie machen ist, sie antworten dann auch immer so ein bisschen individuell mit einem schönen Bild. Oh, gute Wahl, ja. Wie gut schmeckt dir das Bier auf einer Skala von 1 bis 10? Und auch hier seht ihr ein einfaches Dropdown-Menü. Und so kann ich jetzt hier Tipps geben, Feedback geben, wie gut das Bier schmeckt, wie gut es riecht, wie teuer es sein darf. Könnt ihr gerne mal in Ruhe durchspielen. Tipp 4, don't spam. Wir hatten es schon gesagt und ich werde ganz häufig gefragt, ja, wie oft darf ich denn jetzt so einen WhatsApp-Newsletter raussenden? Ich sage immer, weniger ist mehr und es ist abhängig vom Content und von der Branche. Was wir bei uns sehen, ist, wenn es ein reiner Deal-Newsletter ist, also wenn die Leute wissen, okay, ich erwarte Deals, ich erwarte den Flugreise nach Hawaii für 200 Euro. Ja, wenn ich auf solche Deals aus bin als Kunde, dann kann man das ruhig dreimal die Woche über WhatsApp versenden. Wenn es jetzt ein klassisches E-Commerce ist mit ein paar Angeboten, schau mal, schön, 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 dann sagen wir so, einmal die Woche ist relevant. B2B ist noch ein bisschen zurückhaltender. Da sehen wir gerade im Content-Bereich alle 2 Wochen. Medien sind natürlich nochmal anders. Ja, Tagesschau zum Beispiel, die senden morgens und abends einen Newsletter. Plus noch dazu Breaking News. Wenn ihr die Kirche seid, dann dürft ihr jeden Tag euren Gruß verschicken. Habe ich hier mal so ein bisschen als Beispiel reingenommen.
Domradio. Da kriege ich jeden Morgen den Morgenimpuls von Schwester Katharina. Mache ich damit auf. Also am Ende geht es darum, was erwarten eure Kunden, was erwarten eure Abonnenten von euch. Spamt sie nicht zu. Auch hier wieder fragt sie gerne, wie oft wollt ihr News von uns erhalten. Das ist der beste Weg, um nicht zu spammen. Letzter Tipp und dann sind wir auch schon gleich durch. Nutzeraufbau. Es ist extrem wichtig, dass ihr euren Kanal auch kommuniziert. Ja? WhatsApp hat keine eigene Reichweite, das heißt, ich muss die Leute irgendwie dazu bekommen, mich auf WhatsApp anzuschreiben. Das könnt ihr machen, zum Beispiel über QR-Codes, funktionieren sehr gut. Ihr könnt aber auch, und das ist euer wichtigster Touchpoint, eure Webseite nutzen. Ihr könnt eure Social Media natürlich nutzen, da überall bekannt geben, hey, wir sind auch auf WhatsApp. Kontaktseiten nicht vergessen, Newsletter-Seiten nicht vergessen, das ist extrem wichtig, darauf zu achten, euren Service auf WhatsApp gut zu promoten. Und, das hatten wir ja schon angesprochen, nochmal, baut das Widget ein, damit seid ihr Datenschutz auf der richtigen Seite, das ist easy. Und hier gebt ihr euren Kunden die Möglichkeit, den Messenger auszuwählen. Ich habe das hier nochmal mobile, damit ihr das nochmal seht, mobile aufgenommen. Also hier bin ich jetzt in einem klassischen Blog. Dann kommt das Widget. Der Kunde kann sich seinen Messenger aussuchen, in dem Fall WhatsApp. Aktualisiert die Datenschutzbestimmungen. Ein einfacher Text steht da und schon geht der Newsletter los. Ich bin angemeldet. Wir schicken dir die Nachrichten zu und auch hier, was sie schon gut machen. Ja, wenn ihr Lust habt, über euer Profil könnt ihr jetzt noch einstellen, wie oft und welche Nachrichten versendet werden können. Gutes Beispiel zum Thema Webseite. Miss Pompadour hatten wir schon angesprochen. 9 von 10 Chats führen zum Kauf. Wichtigster Verkaufskanal. Was macht Miss Pompadour auf der Website? Kommunizieren. Ja? Beratung am Telefon oder WhatsApp. Wir bieten dir Fachberatung am Telefon oder WhatsApp. Exzellente Kundenberatung. Schreib uns per WhatsApp. Das ist extrem wichtig. Kommuniziert euren WhatsApp-Kanal. Dann werdet ihr mit der Zeit auch erfolgreich sein.